Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Live 3 mit erstmal allen Beteiligten und zwar den Hilton, den Franz und den Max. Hallo. Also Manu, Physio und Excel. Hallo. Hallo. So, und natürlich sind auch ein paar Leute vom LU dabei und so weiter und so fort. Ist jetzt aber erstmal zweitrangig und zwar, es geht um die Bewertungskriterien. Wir haben ja gesagt, ihr bekommt die Bewertungskriterien. Wir wollen uns ganz kurz das System erklären. Wie wird Live 3 enden? Wir kommen langsam in eine sehr heiße und kritische Phase. Und ihr, die lieben Zuschauer, sollt das Ganze natürlich bewerten. Einmal findet ihr das, was ihr jetzt hier seht, diese Bewertungskriterien in einer PDF, unten verlinkt in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch das Ganze nochmal aufrufen. Wir haben jetzt hier 10 Kriterien, die wir ganz kurz nochmal durchgehen, überfliegen, weil ihr könnt euch das in Ruhe selber angucken. Und nach diesen 10 Kriterien werdet ihr dann bewerten. Da wird es nochmal ein extra Bewertungsdokument dann, wenn das Projekt beendet oder wenn das Projekt endet, in dem Abschluss-Livestream geben. Ne? Es wird einen Abschluss-Livestream geben, den geben wir euch rechtzeitig bekannt. Und da werden wir nochmal 1-2 Stunden auf jeden Fall richtig hustlen und machen und tun. Und dann wird das Projekt beendet und bewertet. Und dann wird der Gewinner gekürt. So sieht's aus. Wir haben jetzt hier 10 Kriterien, nach denen wir erstmal gehen werden. Allerdings ist es so, dass es noch 5 versteckte Kriterien gibt. Es wird noch 5 Kriterien geben, von denen wir nichts wissen, weil es geht nämlich auch darum, dass wir nicht in irgendeine Richtung arbeiten können, um uns quasi irgendwie besonders hervorzuheben, ne? Sondern einfach, wir sollen das so machen, wie wir das Projekt halt gerne von uns aus gestalten würden und sollen halt unseren Charakter spielen. Fertig, aus, Mickey Maus. So, deswegen gibt es 5 versteckte Kriterien noch. Die sind aber jetzt erstmal offen. Ihr könnt dann gerne auch nochmal in die Folgen zurückschauen, könnt euch das nochmal anschauen, könnt nochmal gucken, wer hat wie zum Beispiel die Unterhaltung, Wirtschaftlichkeit, Ordnung und so weiter und so fort. Und dass ihr dann da auf einem guten Stand seid, wenn es in den Livestream geht. Es ist so, dass ein Teil, also dieses Bewertungssystem wird in 3 Teile aufgeteilt. Der erste Teil seid ihr. Das heißt, ihr gebt eure Stimme ab. Die zählt aber natürlich nur zu einem bestimmten Faktor und der ist 33%, weil wir natürlich auch unterschiedlich große Communities haben. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Und dass das Ganze nicht unfair wird oder eindeutig ist oder sonstig ist, würde ich euch sowieso auch bitten, da wirklich fair und ehrlich zu sein. Und deswegen zählt das ein Drittel. Das andere Drittel ist, wir bewerten uns gegenseitig. Und zwar offen und fair. Und das dritte Drittel, was das Ganze perfekt macht, ist, das Team wird uns bewerten. Ja? Also die Teilnehmer hier und das Team wird quasi auch nochmal eine offene und ehrliche Bewertung abgeben. Und daraus wird das Ganze gebildet und dann haben wir den Gewinner. Und das sollte, denke ich, eine faire Lösung sein. Okay, es geht um das erste Kriterium und zwar Unterhaltung. Welcher Teilnehmer hat euch am besten unterhalten? Ne? Wirtschaftlichkeit. Welcher Teilnehmer hat am wirtschaftlichsten eurer Meinung nach gearbeitet? Kontostand, Kredit, Eigentum werden anhand nackten Zahlen ausgewertet. Ordnung. Welcher Teilnehmer hat am ordentlichsten und saubersten gearbeitet? Zusammenarbeit. Welcher Teilnehmer hat am besten mit anderen Kontrahenten zusammengearbeitet? Nochmal Zusammenarbeit. Welcher Teilnehmer hat am besten mit den anderen Dorfbewohnern, den LU, zusammengearbeitet? Effizienz. Welcher Teilnehmer hat seine Maschine am effizientesten eingesetzt? Nochmal Effizienz. Welcher Teilnehmer hat seine Produktion am besten genutzt? Unfair. Welcher Teilnehmer hat am unfairsten den anderen agiert? Gibt Minuspunkte, obwohl ich eigentlich dafür bin, dass auch das Pluspunkte geben sollte. Zuverlässigkeit. Welcher Teilnehmer war am zuverlässigsten? Und Fürsorglichkeit. Wer hat sich am besten um seine Tiere gekümmert? Wie gesagt, das sind 10 von 15 Kriterien, die ihr bewerten könnt. So. Das wollten wir euch mal ganz kurz mitteilen. Hier zu Beginn der Folge. Und jetzt würde ich sagen, geht's rein. So. Oder habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen? Weil dann. Das war sehr ausführlich und ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Dem kann man sich nur anschließen. Ja. Okay. Dann. Vielen Dank für die Ausführungen. Alles klar, ich, der Guido muss. Ja. Ja, wiedersehen. Also, er ist ja schon weg. Ja, genau, mein Lieben. Da habt ihr es gesehen, ne? Kriterien, allen drum und dran. Wie gesagt. Findet ihr dann alles und Tino hat es ja wirklich schon sehr, sehr gut erklärt. Starten wir einfach mal rein. Wir waren ja in der letzten Folge beim Grasmähen. Wir haben das natürlich beendet, das Grasmähen. Und dann steht hier dieser nette junge Mann. Dann müssen wir einfach mal schauen, was der von uns möchte. Hallo? Guten Tag, Herr Ackermann. Guten Tag, Franz. Sie sind gerade in einer Konferenzschaltung mit mir und meinem Bruder. Hallo. Wir wurden angerufen. Ja. Wir wurden angerufen. Also,
wegen von aus dem Nachbarort. Der Herr Lanzel, der ist dort Polizist. Er wurde von einem besorgten Bürger darauf aufmerksam gemacht, dass hier eine Umweltverschmutzung stattgefunden hat. Und dann wurde das geprüft und naja, Olaf, erklär du es mal. Naja, Franz, wir haben da so ein kleines Problemchen. Wir haben hier ein Fahrzeug gefunden im See. Ja. Dieses Fahrzeug ist beladen mit deinen Eiern. Hier sind Eierkisten drauf, die haben das Etikett von dir Ja, und. kann ich dich gleich unterbrechen? Da wenden Sie dich bitte an den Guido. Das waren nämlich die Bengel, die beim Guido dort rumgerannt sind, die meine Eier damals geklaut haben. So, demzufolge ist das Thema gleich vom Tisch. Aha. Ja gut, dann werden wir der Sache auf jeden Fall in der Hinsicht mal nachgehen. Ja, weil das waren nämlich, wie gesagt, die komischen Bengel oder keine Ahnung, Verwandten vom Herrn Schwagala, die er da beim Guido abgelegt hat. So, immer diese komische, keine Ahnung, Chantal oder wie sie hieß, dann dieser vor Hundebibel, Kevin, keine Ahnung, die hat mir damals Eier geklaut, sind damit abgehauen. Ja, da könnt ihr euch dorthin wenden. Am besten wendet ihr euch direkt an den Herrn Schwagala. Ja gut, okay, ja, dann hat sich das Thema dann auf jeden Fall Dann. erledigt. Danke für deine Hilfe auf jeden Fall. Ja, gerne. Ich hoffe, du nimmst es uns nicht böse, dass du jetzt unsere erste Ansprechperson warst. Nein, Weil wenn das Etikett, wenn man es sieht, dann ja. Ganz normal, würde ich genauso machen. Alles gut, super. Deswegen. Alles gut, ich nehme euch das nicht übel, um Gottes Willen. Ach, Franz, eine Sache habe ich noch, die ist ganz wichtig. Du hast uns doch damals angesprochen, du hast den 824er von uns ausgeliehen gehabt. Ja, Moment, warte kurz, Björn, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Wenn du den Satz beginnst mit "Es ist wichtig", Kürzen wir das mal ab. stellen sich mir die Nackenhaare auf. Ich weiß aber auch nicht warum. Ja, kürzen wir das mal ab. Du hattest damals gesagt, du würdest den gern übernehmen. Ja, das war mal im Gespräch, ist richtig. Genau, ist da immer noch Interesse? Ja, man könnte ihn sich ja nochmal anschauen, eventuell. Ja, dann komm bei Gelegenheit mal runter, ruf kurz vorher an, dass wir auch da sind und dann Ja. gucken wir uns den mal an. Gut. Okay, ja, können wir machen, gerne. Dann bis später. Ja, alles klar, wiederhören. Ja, gut, mal gucken. Mal gucken, was der Junge meint. Guten Tag. Wer sind Sie denn? Ja, ich bin der Herr Barton vom LU. Kleinen Moment, es klingelt schon wieder. Hier ist der Franz, ja, hallo. Ja, Grüße, der Hugo nochmal. Hugo! Ich muss dich leider nochmal kurz stören. Ich hätte eine Rechnung für dich. Ist das in Ordnung für dich? Was? Jörlich! Wenn ich direkt so ankomme mit Nein, das ist immer richtig. Man muss immer offen, ehrlich und direkt vorne gerade raus sein. So muss das sein und so schätze ich das auch. Ja, gibt es im Ort welche, die mögen das nicht so. Ach echt? Aber anderes Thema. Ich hätte eine Rechnung für dich. Und zwar Ja. für dein Feld 26 und das kleine Feld links neben deinem Hof und das Kalken von Feld 20 düngen, gruppern, ansehen. Würde sich auf 11.200 laufen. 11.200, und weißt du was? Wir machen 11.3. Da sind wir immer live Danke. dabei. Das ist nett. Also es ist ganz einfach so, man muss halt sagen, ihr macht halt wirklich gute Arbeit, ne? Ich könnte mich bisher noch nie beschweren. Außer, ja, ihr habt einen Mitarbeiter, aber der, ich glaube, der hat Urlaub zur Zeit. Ach, du meinst bestimmt Herrn Zentner? Richtig. Er hat einen ungewöhnlichen Fahrstil manchmal. Ja, da musst du aber wissen, das ist unser Ober-Big Boss. Ah, okay, Mein dann. Chef quasi. Na gut, dann denkt er den Teil zu deinem Chef. Passt dann schon, ne? Macht euch was Schönes draus, beim nächsten Mal gibt es gern wieder ein Huni mehr. Machen wir. Vielen Dank. Ich hab zu danken, vielen Dank. Auf Wiederhören. Ja, wiederhören. Ja, jetzt kommen wir mal. Also, Herr Barton. Ja, genau. Vom LU. Ja, ich glaube, dann haben sie gerade telefoniert, ob ich das rausgehört habe. Richtig, mit dem Hugo. Ja, Kennst du hat wahrscheinlich den? in der Rechnung gebracht. Ja. Ja, das macht er gerne. Ja, ich mag das schon. Warum grinsen die so komisch? Ach, tue ich gar nicht. Überhaupt nicht. Wie kann ich dir helfen? Also, wir vom LU verkaufen diesen wunderschönen Traktor. Haben Sie Interesse? Was diesen Basei? Ja. Okay. Schauen Sie sich den mal an. Naja, wenn Interesse besteht. Wie viel PS hat denn das gute Stück? 280.
280. Ah. Ist ein Mittelklasse-Traktor, wa? Ja, genau. 280. Hat er irgendwas Spezielles? Nein. Wir haben nur, müssen unseren Maschinenpark ein bisschen verkleinern. Da muss der leider weg. Ah, okay. Da muss er leider weichen, quasi. Genau. Ah. Ja, wie viele Arbeitsstunden dann darunter? Müssen Sie gucken, ich glaube 17 oder so. Ja, warten Sie, mein Telefon klingelt schon. Ja, hier ist der Franz. Das LU-Feger, Herr Ackermann. Herr Feger, ich grüße Sie. Ich hoffe, ich störe nicht. Ich habe gerade einen Auftrag reinbekommen. Ich hoffe, Sie können mir helfen. Und zwar, ich soll von der Wurst- oder Fleischfabrik Paletten abholen. Ja, genau. Ja, ja, ja. Ja, wo finde ich die? Wo finden Sie die? Wo ist die bei Ihnen am Hof, die Fleischfabrik, oder? Nee, die ist nicht bei mir am Hof. Warten Sie kurz. Ist. Also, passen Sie auf, wo stehen Sie denn gerade? In welcher Region? Ja, ich komme gerade vom Händler unten. Also, Sie kommen gerade. Ja, na gut, das passt. Da fahren Sie einfach geradeaus weiter. Und dann dann fahren Sie die nächste links. Ja, ja, ja. So, dann fahren Sie die Straße weiter. Dann folgen Sie immer der Hauptstraße. Und bei der Hauptstraße geht dann mal wieder auf der linken Seite so ein Feldweg rein. Ist eigentlich gut sichtbar. Also bevor es die Steigung hochgeht, da fahren Sie links rein. Ja, das kenne ich. Und dann immer geradeaus weiter. Kommen Sie genau drauf zu. Alles klar. Gut. Alles weg, was da ist? Ja, bitte. Bitte, ja. Gut. Wird erledigt. Alles klar. Vielen Dank. Herr Ackermann, schönen Tag noch. Dasselbe. Dankeschön. Ja, tschüss. Wiederhören. Ja. Gut. Naja, also so um die 16, 17 Stunden hat er runter. Ja, ist schon ein schickes Maschinen, sagen wir mal so, guter Mittelklasse-Traktor. Man kann ja auch innen, naja. Ja, nee, sieht gepflegt aus, da kann man nicht meckern. Ja. Also ihr macht nicht nur eure Arbeit gut, ihr pflegt auch die Maschinen gut. Ja. Ja, müssen auch viel leisten, ne? Ja, naja, klar, bei, sag ich mal, vier Bauern wie wir sind, ne? Vier Dullis, ja, genau. Dullis auf dem Ofen, ne? Ja, gut, lass mal das. Naja, was haben Sie sich denn vorgestellt? So um die 100 Riesen hätten wir schon gerne. Also warten Sie mal. Um die 100 Riesen. Haben Sie noch irgendjemand anders gefragt? Ich habe die restlichen Bauern auch schon gefragt. Jetzt kommt nur die Frage, wer macht den besseren Preis? Ach so. Also, Herr Baten, dass wir uns da jetzt richtig verstehen. Also, Sie haben die anderen drei schon gefragt. Das ist richtig. Nee, wollen Sie mir das vielleicht verraten, was die Ihnen gesagt haben? Nein. Nicht? Warum nicht? Ja, das ist ja unfair den anderen gegenüber. Ja gut. Ja, warum? Ja, jeder sollte die gleiche Chance haben. Ja, das ist richtig. Naja gut, also, Herr Barton. Ja? Fragen wir mal anders. Denn jemand, da müssen Sie ja keinen Namen nennen. Hat denn jemand über 100.000 geboten? Eventuell. Nee, Sie haben das Prinzip gerade nicht verstanden. Sie müssen ja keine Namen nennen. Ich frage ja nochmal, hat denn jemand über 100.000 schon veranschlagt? Knapp drüber. Knapp. Was, eine Person oder zwei? Das verrate ich nicht. Okay, Sie sind mehr. Ich merke, Sie sind nicht auf dem Kopf. Okay. Ich muss halt abwarten, ganz ehrlich, ne? Ja. Also, mein Schwank aus meiner Jugend, wenn Sie so viel Zeit haben. Ich habe das ganze Prozedere ja mal richtig gelernt, ne? Wissen Sie, von der Pike auf. Erst bei meinem Vater angefangen, ne? Und dann halt auch richtig in Lehre und so. Und, Sie werden es kaum glauben. Also, der Vorgänger dieses Fabrikats, ne? Also der weitgehende Vorgänger dieses Fabrikats. Auf dem bin ich damals gefahren. Dann passt das neue Modell ja auch perfekt zu Ihnen. Ja, das finde ich auch. Es gibt halt nur ein Problem. Der Preis? Also ich habe halt leider keine 100.000. Da haben Sie denn? Ja, also, sagen wir mal so, 100.000 könnte ich gehen, aber da wäre ich blank. Ja. Und das ist ja eher suboptimal. Ja. Das Maximale, was ich halt leider Gottes machen kann, sind halt 50.000.
Da können wir leider nicht drüber quatschen. Also 50 ist definitiv zu wenig. Ja, ich weiß, aber die Zeit ist. Verbraten ist. Es tut mir ja leid, ich verstehe sie ja auch. Ne? Sie wollen ja da auch was verdienen. Weil das ist ja auch vollkommen legitim. Sie ja gerade als SLU in allem drum und dran muss ja auch vorangehen. Ja, aber sehen Sie so, ich bin ein alter kleiner Dannerkreis. Ja. Mit dem Geld ist, man ist investiert halt, sehen Sie mal gucken, weil wir haben jetzt ein neues Mähwerk investiert und alles. Und hätte ich das eher gewusst, dass Sie hier was veräußern wollen, ja, hätte ich in den Traktor investiert. Aber ist halt leider so. Ja, manchmal kommt es halt immer genau dann, wenn man es nicht braucht. Ja, das können Sie laut sagen. Das können Sie, wie mit den Frauen. Manchmal sind die in dem Moment da, wo man einfach seine Ruhe haben will. Ja. Das Problem ist, die gehen aber nicht mehr davon. Wissen Sie, dieses Gefühlsgedösel, immer so eine Sache. Aber sind wir dabei ehrlich, ne? Wir können nicht mit, wir können aber auch nicht ohne. Ja, das ist auch wahr. Sehen Sie, und ich glaube, das geht den Frauen genauso. Also sie können mit dem Traktor, aber auch nicht ohne. Ja, das ist wie halt also, mit einer Frau. Genau. Wegen. Ja gut, dann machen wir es kurz. Also 50.000 kann ich Ihnen da echt, also mehr kann ich da nicht bieten. Ich finde das auch vollkommen in Ordnung, dass Sie da gleich so strikt Nein sagen. Ist ja auch verständlich, kann ich komplett nachvollziehen. Ja. Das ist, boah, dürfte ich mich vielleicht nochmal reinsetzen. Natürlich. Dankeschön. Boah, das ist so, toll. Kann ich Ihnen entgegenkommen und sagen 90? Ja, jetzt. Ich wollte ja 100. Für 90, also 10, würde ich runtergehen. Wenn Sie ihn haben wollen. Echt jetzt? Ja. Oh. Uiuiuiui. Ich erhöhe plus 20. Entschuldigung, wenn ich nervös bin, dann vielleicht mir sowas. Ja, Himmelarsch, haben Sie das jetzt ernst gemeint? Also, ich glaube, auf 90 kann ich mich einigen. Wie viel? Wenn Sie kurz lüften. Ja gut, das Lüften müssen Sie dann übernehmen. Ja gut. Ja, also aktuell sofort habe ich 50, aber bei 90 kann man sich ja mal drüber unterhalten. Ja. Ja, also das denke ich mal, ja, dürfte also, kein Thema sein. Also 90 wäre okay, dann würde ich das mit unserem Chef nochmal absprechen. Ja, wegen, also 90, da brauche ich aber halt ein paar Tage Zeit für Geld besorgen und so. Aktuell, weil es ja um gleich geht und in allem drum und dran auch zeitnah, da stehen halt die 50 im Raum. Ja. Da wissen sie. Aber Ihr Chef kann mich da auch gerne nochmal zurück. Ja, ich kläre das mit dem ab und dann würden wir uns nochmal bei Ihnen melden. Ja, überhaupt kein Problem. Also 90 wäre bei Ihnen okay. Ja, ich brauche halt bloß mehr Zeit, ne? Das ist ganz klar. Wie viele Tage brauchen Sie denn ungefähr, damit ich das so weiterleiten kann? Weil ewig haben wir jetzt auch nicht Zeit. Ja, nee, das ist klar. Ich bräuchte bestimmt so 10 Tage. 10 Tage? Das muss ich abklären, aber ich könnte das als problematisch ansehen. Ja, na nee, gut, das verstehe ich auch vollkommen, Herr Baden. Machen Sie sich da auch keine Mühen, glauben Sie mir. Also wer den Traktor kriegt, der geht auch an den Richtigen dran. Das ist überhaupt kein Moment. Warten Sie kurz, es klingelt das Telefon. Ja, hallo, hier ist der Franz. Hallo, servus Franz. Und wie läuft's? Ja, ganz gut. Ich habe vor Aufregung gerade einen Fleischer hier im Traktor gehabt. Was hast du gehabt? Ein Fleischerli. Achso, pass auf, Franz. Ich erreiche niemanden bei Melu. Weißt du, was da los ist? Wie, weißt du, erreichst keinen bei Melu? Also, das ist ja gut, Franz. Ja, dann hör auf zu lachen, das ist nicht lustig. Franz, vielleicht mal ein Bonbon? Hab schon eine Reihe genommen, irgendwann hilft's nicht mehr. Okay. Pass auf, ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich jetzt Mehl fahre. Ja, Entschuldigung, ich kam noch nicht dazu, ich habe gerade ein Gespräch gehabt. Ja, ist ja nicht schlimm, ist halt so. Ja, ja, nee, also gut, Mehl ist da wohl, also wie ich nehme meinen großen Anhänger genommen. Nee, ich habe die zwei kleinen, da gehen ja auch 40.000 rein. Ja gut, okay, das passt. Ja, ist ja dann noch mal was zum Fahren, soll ich dich unterstützen? Nee, eigentlich nicht. Okay. Beide Paletten sind auch noch drin. Wir müssen nur aufpassen, dass wir dann nicht irgendwann mal mit aus Paletten leer laufen. Dann müssen wir welche nachkaufen. Ja, aber nee, ansonsten sieht es eigentlich erstmal ganz gut aus. Ja, LU ist auf dem Weg. Ne? Also die müssten kleine Paletten abholen. Achso, das wäre noch wichtig, ja, dass die Paletten holen da. Ja, also bei der Produktion, die meine ich. Ja, die Fleischpaletten. Ja, ne, die sind sie da, da sind sie dran.
Theoretisch. Ja, das ist gut. Ja. Denn ich habe gerade den Herrn Barton noch hier stehen im Gespräch. Ach so, ja. Dauert das noch lange? Ne, wir sind eigentlich, also Herr Barton, warte kurz, Guido. Also Herr Barton, ne, also wie gesagt, egal wer den Traktor kriegt, da freue ich mich drüber. Es kommt definitiv an den Rüschen, aber ich bräuchte da wirklich so 10, 20 Tage Zeit. Ja, das gebe ich halt so weiter. Ja, das ist halt leider so. Und wahrscheinlich machen Sie dann wirklich erstmal die Fenster auf. Ne? Ich kann verstehen, wenn Sie da vielleicht blau anlaufen. Geht mir manchmal selber so. Ja, ich lüfte, bevor ich losfahre. Alles klar, Herr Barton, ne? Bis später, nein. Bis später. Ja, Guido. Franz, sag, kannst du den Herrn Barton vielleicht mal sagen, dass der mich mal anrufen soll? Wenn der einmal bei dir ist? Kann ich das Telefon weiter reichen. Dann kannst du auch machen. Warte mal, Herr Barton. Ja. Warte mal, hier ist das Telefon ist auf laut, da ist der Herr Regner dran. Ja, hallo. Hallo, wie sieht's denn aus? Ja, ich würde sonst gleich nochmal zu Ihnen runterkommen, aber ich müsste nochmal kurz mit der Dispo quatschen. So, machen wir's, danke Ihnen vielmals. Ja, alles klar. Ciao. Ciao. Gut, Herr Barton, auf Wiedersehen, ne? Ja. Auf Wiedersehen. Gut. Tschüssi! Ciao! Ja, ne, tschüssi, Franz! Ja, das war's schon. Na gut, dann Wiedersehen. Ja, wie gesagt, ich fahre jetzt das Mehl und überweise dir die Hälfte und dann. Ja, na gut, ich fange jetzt wieder an mit den Ballen. Wenn du da Luft hast, kleine Ballen abfahren, ne? Ballen abfahren, ja. Wo sollen die hin? Ja, dort, wo es meiste Geld gibt. Ja, wir müssen mal schauen. Wir müssen definitiv ein bisschen mit Mischfutter. Ich kläre das aber mal ab. Also ich weiß, dass das, also du kannst auch Mischfutter für einen kleinen Aufpreis kaufen. Das ist ja bewusst. Wo? Ja, dann musst du beim Landhandel anrufen. Ja, aber ich dachte mir halt, selber produzieren bringt ja auch, ist ja auch gut, wenn wir ja, das ist Sachen schon, haben. Ja, das ist schon richtig. Du kannst aber durchrechnen, was mehr Sinn macht. Verstehst du? Das meine ich. Ja. Nee, da frage ich da mal nach. Ja, gut. Ja. Gut, alles aber klar. Ich muss erstmal auf. Merkst du, mir drückst schon wieder, ich muss erstmal im Busch. Tschüss! Ja, wieder hören. Ja, meine. Meine Lieben, ich glaube, ihr feiert das, ne? Ach, ich muss erstmal. Ah, meine. Ja, meine, ja. Oh nee, das war's falsch. Oh. Ja, in diesem Sinne. Meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne das Stimmchen da, schreibt gerne in die Kommentare. Sau. Sehen Sie still erwarten. Ja. Lasst das gerne das Stimmchen da und ich sage erstmal Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal. So, sag Tschüss, Jung. Ciao.